Und damit herzlich willkommen, Holstein Kiel hier im neuen Logo und Design. Finde ich sehr schön gemacht, vielleicht nur eine Aufmachung des DFB-Pokals, ich glaube schon. Deswegen sollte man eigentlich eine Runde weiterkommen, aber ganz ehrlich, gegen Kaiserslautern mit dieser Mannschaft wird das für uns nicht machbar sein. Aber wir wollen... Oh, ZDF, ey, das ist ja richtig Luxus, das gefällt mir. Geil. Ich weiß, dass ich das mal installiert habe, aber cool. Lovric. Oh, schon wieder im Abseits. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Das ist also auch im Neuen geblieben. Das ist scheiße. Aber mal gucken, wie sich unsere Taktik so schlägt. Ziegler, Wukur. Da können wir direkt den Ball gut abfangen und da hätte man ihn durchstecken müssen. Aber unsere Abwehr scheint da schon mal ein bisschen besser zu stehen. Aber es ist nur ein Ersteindruck. Oh Gott. Ein Riesenpatzer. Das war Abseits. Hallo? Der Sua war dann bei dem Pass, obwohl, es kommt ja dann drauf an, wie der gespielt wurde, ob er hinter dem Ball war in dem Moment. Das weiß ich gerade nicht per se, aber das ist auch ein Fehlpass gewesen. Wir spielen wieder sehr, sehr offensiv, das fällt schon mal auf. Aber muss ja nichts Falsches sein. Queen, der 16-Jährige, dann da wird gefoult, unser Liverpool-Talent. Daube sieht gelb, also wir schlagen uns bisher ganz gut in den ersten 8 Minuten. Schöner Ball hier auf Tiefenbrunner, aber der rennt direkt in Holland rein, aber der hatte gefoult. Interessante Freistoßposition. Haben wir auch einen guten Schützen? Ich glaube eher nicht. Basé macht das! Hä? Da ist der Ball. Ich habe den ganz woanders gesehen. Thilo Kehrer hier mit der Riesenchance. Unser Captain. Also wir sind aktuell das bessere Team. Hertha führt durch Esswein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Esswein, bei dem du da kriegst die Krieg. Aber mir gefällt das Design echt richtig geil aus dem DFB-Pokal. Macht richtig Bock, hier noch eine Runde eigentlich mitzunehmen. Ja, da, 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 Schoff war doch frei. Oh, dann da, du Trottel. Da, da, Schoff wird gefoult. Da wird gefoult. Wenn er das eben gepfiffen hat, abseits. Hallo? Wie kann denn der da nicht im Abseits sein, der Schächter? Nur weil er Israeli ist, oder was? Was, den hat der nicht gemacht? Alter Schwede. Da hätte man eigentlich jetzt hinten liegen müssen. Aber wie konnte der nicht im Abseits sein? Hallo? Hallo? Lovric auf Tiefenbrunner, der diesmal scheitert. Aber es ist kein Problem. Echt geile Aufmachung, gefällt mir. Tiefenbrunner, dann da. Verliert den Ball. Holland, Ex-Hertaner, Gauss. Gauss, da müssten wir hin mit Basé, kommen wir nicht. Gauss kann flanken, Kehrer rückt raus, aber Torunariga hilft innen aus. Dann da, unsere Stürmer arbeiten sehr weit mit nach hinten. Syre, Tiefenbrunner. Wusste nicht wohin, was anderes blieb ihm nicht übrig. Thilo Kehrer. Geht wieder nach innen, das sieht sehr gut aus. Da hat Lautern Glück, da hat Lautern nochmal Glück und da ist das 1:0. Nein, Torwart ist da. Das ist doch kein Elfmeter, der Torwart hält nur den Ball! Ey, das ist Schiebung! Ohne Scheiß, das ist Schiebung, ey! Es ist so zum Kotzen, der Torwart hält nur den Ball! Ach Mann, ey! Wenn die wenigstens, wenn Lautern ehrlich gewinnen würde, dann wäre das alles kein Thema. Aber so ist doch wieder zum Kotzen, ey. Och, Basé, ist das dein Ernst? Das ist kein Foul, das war dieselbe Aktion wie beim Elfmeter. Really? Fucking Beschiss, Alter. Da krieg ich doch zu viel. Stecken durch. Mann, wir spielen immer auf Wukur. Jedes Mal treffen wir den Bauer da. Als wäre er 17 Meter breit. Da durfte der machen, was er wollte. Wir konnten wieder nicht in den Zweikampf.
Stiebe. Torwart ist da. Och, die Bälle kommen alle nicht in den Sturm an, ey. Das ist doch zum Heulen. Kein Wunder, dass unsere Abseits. Ey, das war schon wieder Abseits! Ich raste aus, das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Der steht einen Meter im Abseits! Oh, da geht doch zum Ball, Dadaschow! Warum gehen unsere Stürmer nicht zum Ball? Ich verstehe das nicht. Bei der CPU klappt das auch, dass die Stürmer zum Ball laufen. Nur bei uns nicht. Kommt jetzt mal ein Ball an. Da kommt ein Ball an. Aber natürlich springt er direkt gegen den Verteidiger, der gar nichts dafür konnte. Oh, Dadaschow! Den musst du machen, Junge. Ach, ich raste aus. Wir liegen unverdient hinten. Das muss man einfach so sagen. Der Elfmeter, der keiner war. Das ist ein Witz. Kann Lautern so nicht anders weiterkommen als Zweitligist? Ich bin zufrieden mit dem Spiel, aber es ist einfach ein Skandal. Und Green ist auch noch verletzt, oder was ist der? Auch wenn er eine schlechte Note hat, vielleicht wird es im Sturm anders. Starke Aktion von Tiefenbrunner. Langer Ball, aber den kann man nicht halten. Wieder kein Zugriff und dann grätschen wir dem da total unnötig um. Ach Leute. Stellt euch aber auch manchmal an wie die letzten Trottel. Meier, spiel den Ball eher, Mann. Erster Kontakt. Kehrer senzt da irgendeinen Spieler, nämlich Gauss um. Sieht gelb. Stieber, langer Ball. Oh ja, oh ja, Dadaschow. Dadaschow, geh alleine. Geh ja alleine. Geh alleine, geh alleine. Dann spielt er ab. Ja. Oh, ich dachte schon, die vergeben das noch. Torhymne. Wunderbar. It's the final countdown. Meier, Kabal. Ein Ticken zu spät. Ein Ticken zu spät oder zu früh reingestartet. Egal, ich habe wieder Bock. Ungerechtigkeit ausgeglichen. Dadaschow, Tiefenbrunner. Spielt kurz. Alter, was sollen diese langen Bälle? Ich krieg gleich einen Affen. Dadaschow holt super den Kopfball, aber leider diese halbhohen Bälle, das ist für den Arsch. Das kann Kaiserslautern spielen, aber wir können es nicht. Toro Noriga muss gegen Sua hinterher. Der hat wieder zu viel Platz, kann den Ball natürlich annehmen. Ist alles klar. Bei denen sieht das so einfach aus, so ein Angriff. Das ist sowas von Abseits. Warum spielen die denn so dumm? Meine Fresse, meine Spieler, ey. So. Green, der spielt echt überragend. In seinem Alter. Haben wir irgendeinen, der auf dem Zahnfleisch geht? Green, ne? Komm, lass mal noch drin. Ich wechsle noch nicht. Meier kommt wieder nicht in den Zweikampf. Bei denen gelingt alles. Gott sei Dank, ich dachte schon, der Torwart lässt ihn jetzt durchrutschen.
Ich habe bei dem Torwart, wie gesagt, immer so ein bisschen Angst. Green, der wirklich ein gutes Spiel macht. Dadaschow, der die Bälle vorne gut hält, wollte ich gerade sagen. Och, Dittgen, Mann, du bist doch auch ein Arsch. Ich krieg da jedes Mal die... Da, Innenverteidiger, super Stellungsspiel. Und da ist es. So, Green, du musst jetzt raus. Du bist nämlich tot. Kein Zombie, macht das innen ja ordentlich, sonst gibt's Haue, Junge. Lovric 4,0 kommt auch raus, dafür kommt Goldmann nochmal rein. Letzte Bewährungschance für euch beide, die wechseln werden. Könnt ihr euch ordentlich vom Verein verabschieden. Lautern wechselt auch. Wen wechselt Lautern aus und ein? Sehen wir das auch noch? Sehen wir. Mucha geht raus und Ali kommt rein. Da hätten wir schon längst in den Zweikampf gehen können. Warum tun wir es nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum der CPU-Spieler da nicht in den Zweikampf geht. Das ist doch so zum Kotzen. Das macht doch keinen Spaß, Mann. Torunariga ist doch ein guter Zweikämpfer. Warum geht der da nicht rein? Ich verstehe, das ist einfach dieser... Das verdammte Spiel, Alter. So dumm. Klar ist Lautern besser von der Mannschaft her. Alles kein Thema. Aber meine Spieler verhalten sich wie Amateure, obwohl sie das nicht sind. Das sind alles gute Talente, ey. Das kannst du mir nicht erzählen. Meier hat den Ball und behält ihn natürlich nicht. Typisch. Wohin, Meier, willst du mich verarschen? Alter, das gibt es nicht. Wieso verlieren wir hier gegen diese Bauern, ey? Die sind gut, ja, aber wir waren besser. Fuck you. Ja, das war klasse. Nur weil er das Spiel wieder will, ey, verlieren. Ja, jetzt geht er in den... Da geht er in den Zweikampf, gewinnt den und dann verschwindet ihn der Ball. Mann, ihr könnt mir nicht sagen, dass das normal ist. Jetzt steht er wieder 100 Meter weg. Das ist doch scheiße alles. Oh, warum denn ganz nach außen? Wir waren doch schon vorm Tor. Ja, der wird einfach umgesenzt. Hey, der wird umgesenzt! Klar war es Vorteil, aber das muss dann noch eine Karte geben. Der war letzter Mann, das muss rot sein. Ey, das ist so ein Beschiss, das gibt es nicht. Hier war sowas von was drin. Das ist doch ein... Der kriegt einfach ein Spiel um, sieht keine Karte, ist klar. Ist klar. Torunariga geht wieder nicht in den Zweikampf. Am besten hätte er dafür noch einen Elfmeter gepfiffen. Letzte Chance. Vergeben. Vergeben. Meier, der stolpert hier rum wie so ein Bauer. Ich würde gerne einfach wieder auf den Tisch hauen. Ey, dieser Dittgen regt mich heute auf. Ist das bitter, hier zu verlieren? Wir waren klare Außenseiter, aber wir haben deutlich besser gespielt, finde ich. Und dann verlierst du so einen scheiß Bug, wer hinten die Verteidigung sich dämlich anstellt, wie sonst was. Und vorne wirst du auch noch verarscht. Also der Elfmeter, ich bleib dabei, war ein Witz. Das 2-1, warum greift Torunariga da nicht an? Und dann diese Aktion kurz vor Schluss, wo der meinen Spieler umsetzt als letzter Mann, das ist rot. Da ist Vorteil hin oder her, vollkommen egal, das ist rot. Ja, ich sag trotzdem, wir waren besser, auch wenn die Statistik sagt, Lautern hatte mehr Schüsse, Lautern hatte mehr Ballbesitz. Ich fand trotzdem, wir waren besser. Punkt, lebt damit. Ich fand, wir waren besser. Punkt. Danke trotzdem fürs Zuschauen. Ich weiß, ich habe mich wieder viel aufgeregt, aber ganz ehrlich, wer da ruhig bleiben kann, ist halt falsch bei mir. Ich habe da Emotionen mit dabei. Kann es nicht oft genug sagen und das werde ich auch nicht ablegen, nicht ändern. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann ist das so. Und dann sage ich das auch offenkundig. Ja, ansonsten, wenn ihr meine Meinung teilt, könnt ihr das ja ruhig mal in die Kommentare hauen. Auch wie ihr das Design hier findet. Ich finde das mit dem ZDF-Logo sehr nice gemacht. Auch die Aufmachung vorhin bei der Aufstellung sah richtig gut aus.
Ja, Abo da lassen, wenn ihr kein Video verpassen wollt und mich unterstützen wollt. Teilt dieses Video auf Facebook, Twitter. Schaut in der Videobeschreibung dort Links zu meinem Instagram-Account, zu meiner Homepage, schiefsack.de, zu meinem Podcast, iTunes-Podcast, Fußball mit Hielfakti, nein, Hielfakti News HD. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr merkt, ich bin gerade so ein bisschen durch den Wind, wenn mich das aufregt, aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wieder Regionalliga-Alltag. Also bis dahin, ciao, ciao, euer Hielfakti. Yeah. Oh, why always me? Ooh, oh, like I'm bad.